Glück auf, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Reisefolge mit Zordan unter dem Pilz und mir. Ja, du, wer unter dem Pilz steht, der muss geküsst werden. Nein. Oh, na, komm her. Ja, von Frauen. Ach so. Ey, ich bin verheiratet und alles. Ja, der Bart kratzt auch. Ja. Ja, ja. Das, wir haben uns ja auch ewig nicht mehr rasiert. Das müsst ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, wie wir jetzt nach dieser Reise aussehen. Wir sind jetzt, glaube ich, schon seit wann sind wir los? Montag. Montag sind wir los. Und jetzt ist schon wieder Sonntag. Wir sind fast schon eine Woche unterwegs. Ja, Freunde. Und wir wirklich gewaschen haben wir uns auch nicht. Nur immer in irgendwelchem Sumpf. Ja. Und Meer gebadet. Immer im Meer. Na gut, da wird man ja sauber. Ja, krustig ein bisschen, ne, vom Salz. Die Kruste, ja. Ja, und ich weiß, wie ich nach einer Woche aussehe. Solche Sachen haben wir ja schon erprobt. Ja, genau. Es wurde alles erprobt. In extra dafür ausgewählten Geländen, wo dann noch Rockmusik verköstigt wurde. Genau. Damit man das nicht so merkt, dass man stinkt. Das wird auch 2015 wieder stattfinden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es wird nicht ohne uns vorbeigehen. Nein. Ja, im Sumpf. Und hier drüben ist ein bisschen Fichtiwald. Und da hinten kommt wieder ein Bergmassiv. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für das Bergmassiv. Ja. Weil wir mögen die Berge. Das hat der Ju ja auch geschrieben gehabt. Der war schon. Ja, ganz begeistert. Der will ja schon Zwergenfestungen noch nöcher bauen am liebsten. Ja, ja, er muss aber ganz schön weit reisen. Also wenn du hier eine Zwergenfestung bauen willst, da musst du mal eben 70 Kilometer reisen. Und das ist aber zum Einkaufen ganz schön weit dann. Also 70 Kilometer zum Einkaufen, haben vielleicht einige Leute in der USA, die dann irgendwo so auf dem Land wohnen und dann der nächste Markt ist dann 70 Kilometer weg. Aber in Australien ist das wohl so heftig, da fliegen die ja dann auch mit dem Flugzeug zum Einkaufen. Ja, klar, warum auch nicht? Aber bist noch hinter mir, schön. Ja, in dir war ich gerade sozusagen. Okay. Hier lang so, ne? Da so, ja. Oh, da hinten sind die richtig hohen Berge. Wir sind jetzt sozusagen hier im Tal. Und hier geht's ins Hochgebirge. Hüppa. Ja, da geht's hoch ins Gebirge. Hoch ins Gebirge. Jetzt können wir auch wieder was abbauen. Gott sei Dank, die doofe Fischlähmung. Das Fischfieber. Wir haben Fischlähmung, ja. Ja, Fischlähmung, ganz neue Krankheit. Aber ich glaube wirklich, ich habe da nochmal drauf geachtet, dieses Bild, was man dann sieht, das ist ja wirklich dieser eine Fisch, den wir da in dem anderen Tempel erlegt haben. Ja. Wahrscheinlich gibt es davon einfach mehrere in dem Tempel und wenn du die alle erledigt hast, dann schätze ich mal auch, dass der Fluch wahrscheinlich dann nicht mehr ausgelöst werden kann. Meinst du, ist die Wirkung vorbei? Ja, vielleicht nicht die Wirkung vorbei, aber dann kann man vielleicht auch nicht mehr neu verflucht werden. Also ich glaube wirklich, dass das nur eine Rasse dieser Fische ist, die das kann. Und die normalen, die schießen halt mit ihrem komischen Laser. Laser? Und die anderen? Das kann sein, das ist möglich. So. Da kannst du recht haben, Zornern. Da muss man dann vielleicht wirklich erstmal den ganzen Tempel von den Viechern ausräumen. Guck mal hier, die Hasenfamilie. Ja. Am Wasserfall, ist das nicht romantisch? Total schön. Hast du immer wieder so Highlights-Punkte. Wo man dann echt sagt, oh, guck mal hier da. Guck mal hier da. Das ist ja auch schön. Oh ja, hast du recht. Ja, ja schön. Ja. Schön Urlaub. Genau. Ach, hey, Jemine. Ach, und hier ist die Schneefallgrenze jetzt. Bist du ganz hochgekraxelt? Ich gehe hier gerade so, hier über dir bin ich gerade so. Ja, ich gehe unten lang. Es war gerade so schön treppig. Ja, na dann. Dann Treppen soll man noch annehmen. Treppen müssen noch angenommen werden. Das Problem ist jetzt eher so die andere Seite gerade. Wasserfall. Und überall Wasserfälle. Total cool. Und die Hasen sitzen ja auch am Wasserfall. Ich werde mal versuchen, einmal reinzuschieben. Mal sehen, ob der weggespült wird. Warte, bleib mal stehen. Ich will nicht mal wegspülen. Ja, jetzt ist er drinnen. Oh, jetzt wird er weggespült. Oh, ich will nicht weggespült werden. Opa Cheron hat mich weggespült. Hilfe. Hilfe. Und Zorn habe ich auch weggespült. Ich spüle euch alle weg. Ja. Oh, der Arme. Ja. Na, guckst du? Ich habe leider keine Möhrchen mehr. Ich auch nicht. Habe ich zu Hause weggeschmissen. Oh, wenn die das hören, ey, dass wir die weggeschmissen haben. Das Kabennock wüsste. Das Kabennock, ja, der wird sich rächen. Das sind seine Kumpels hier, ne? Ach, hier ist die Schneefallgrenze, genau. Genau. So sieht das aus. Das ist also Schnee. Ich guck mal kurz hier. Das ist eben 93. Boah. Ist das hier jetzt gerade. Ja. Hier ist es ein bisschen tiefer. Hier ist es 90. Also irgendwie so um die 90 rum. Ja. Arschschnee. Ist ja Winter gerade. Arschschnee. Es ist auch ein Schneehase. Schneehasen? Also die Hasen sind überall, glaube ich. Ja. Ich glaube, die hat Mojang einfach so, ach, mir egal, geht irgendwo hin, welches Biom ist mir doch egal. So spezielle Hasenbiome scheint es gar nicht zu geben. Nee, und man weiß das ja von Hasen, dass die sich, wenn die sich erstmal ausbreiten, dann überall. Ja. Guck mal, hier sind weiße Hasen. Ob da ein Kabennock dabei ist? Hallo.
Bist du böse? Nö, der hat, ich schätze mal, der hat richtig rote Augen. Ich kann ihn ja noch mal ein bisschen in dem Texturenpack ein bisschen wilder gestalten, damit man den dann auch etwas eher erkennt. Obwohl natürlich die Überraschung dann größer ist, wenn er eigentlich fast genauso aussieht wie ein normaler weißer Hase. Und so ein Albino-Hase halt. Ja, und dann auf einmal beißt er dir den Kopf ab. Oh, was ist denn hier los? Ich habe erst jüngst wieder die Szene gesehen. In einer Dokumentation von, also war so eine Ritterdokumentation. Mhm. Und da habe ich jüngst erst wieder gesehen, wie so ein Cavernoc, wie das aussieht, wenn der angreift. Ich bestaune gerade die total geniale Gegend hier. Das ist cool mit diesem Kamm hier, ne? Also ja, so ein richtiger Bergkamm, fast wie so ein Damm, kann man sagen, auf beiden Seiten Wasser. Da hinten so eine eigenartige Höhle. Siehst du das hier so wie ich? Oder ist das nur wieder ein Fehler? Ist das eine offene Schlucht? Das ist eine offene Schlucht, ja. Das ist ja genial. Das ist echt genial. Hier hat sich so der Sand so ein bisschen aufgeschüttet, genau. Aber ein Hops drüber und man ist tot. Ja, man ist tot oder man gleitet dann im Wasser runter und es ist tatsächlich auch wieder eine wunderschöne Schlucht. Vor allen Dingen wunderschön gelegen hier. Ja, in die Astralen. Finsternis hinein mit den neuen Steinen. Alles, oh Gott, das reimt sich viel. Alles da. Was hier rannt, ist gut. Was hier rannt, ist gut. Ja, ist schon schön hier. Kann man nicht anders sagen. Und hier ist wieder so eine Ecke, wo man nicht so richtig hochkommt, außer man hat Erde dabei, wie wir, ein Block. Total gut. So, Freunde. Wir haben wieder ein bisschen Kilometer gemacht. Momentan fällt es uns sehr schwer, Strecke zu machen. Bereitet ihr den Weg. Oh, er geht ordentlich. Wir haben eine andere Lösung gefunden. Alle Wege führen nach Hundsgrab. Das haben wir schon mal gesagt. Boah, guck dir die. Also die Berge sind echt das Faszinierendste, glaube ich. Da hätte ich jetzt mal wieder sehr so toll. Guckt. Und das noch ein weißer Hase. Vor allen Dingen finde ich, die Berge sehen so langsam immer natürlicher aus. Wenn man jetzt hier mal so zurückguckt, die zeichnen sich so richtig schön in der Landschaft ab. Da haben sich viel Mühe gegeben, das neu zu gestalten. Ja, oh, da hinten ist Wolle, Instant-Wolle. Instant-Wolle, brauchen wir ja. Ah, du hast eine Schere, ne? Ja, komm. Ja. Ey, wir kriegen voll Ärger mit, das ist ja auch ein fetter Hase hier. Pass auf, vorsichtig, wenn er so fett ist. Ja, nee, aber war doch nur ein Vater, Hasenvater. Oh, hier ist alles voll mit weißen Schafen, total cool. Können wir gleich mal ein bisschen Wolle mitnehmen. Für neue Betten. Ihr spendet die Wolle für einen guten Zweck. Nämlich damit wir unseren geschundenen Leib darin niederlegen daran können. Betten können. Ach ja, schön. Ich habe Wolle genug eingesammelt. Hier, wir haben 31 Stück. Das sind ein paar Betten. Zehn Stück. Ja. Genau. Also drei. Lavaloch. Viermal Lava. Pennen oder so. Fünfmal Pennen. Viermal Wolle, fünfmal Pennen. Zehnmal Wolle, fünfmal Pennen. Noch fünfmal schlafen bis fünfmal. Ja, genau. Also, das sind nur noch 7500, 75 Kilometer. Alter Schwede. Aber jetzt haben wir offiziell in dieser Aufnahmesession die 10 Kilometer geschafft. Ja, stimmt. Ne? Ja. Gar nicht schlecht. Ja, und ihr müsst wie immer schreiben, wie es weitergehen soll, ne? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Zurück ist, sagen wir mal, keine Alternative mehr, weil das ist auch sehr weit. Außerdem ist es sehr deprimierend, wenn man dann zurückgeht, wenn man sich eigentlich vorgenommen hat, halt die ganze Strecke zu Fuß zurückzulegen. Wir können das natürlich auch einzeln machen, also Zordern alleine, ich alleine, fände ich aber eigentlich ein bisschen schade, gerade weil es momentan uns und euch so viel Spaß macht. Oder wir kürzen das Ganze halt irgendwie ein bisschen ab, halt so, ne? Wie gesagt, wir können auch durch den Nether noch ein Stück. Genau, das wollten wir auch noch, das würde ich sagen, könnten wir eigentlich in der nächsten Folge dann mal probieren, oder? Das ist keine schlechte Idee, dann sammeln wir uns. Nö, ich glaube, weil jetzt, es wiederholen sich ja die Gebiete und wir haben vor allem das Pilzbiom gefunden. Stell dir mal vor, wir wären vorher in den Nether gegangen. Wollen wir das jetzt gleich machen? Gleich den Netherportal irgendwo hin knepeln? Können wir machen, dann können wir uns noch ein bisschen Erde mitnehmen, das war so eine Brückenbauerde dann. Hast du Feuerstein? Nein, okay. Aber hier war irgendwo Kies gerade, hatte ich gesehen. Okay, warte, ich komme zu dir. Hier neben ist er, Flussbetten, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir so ein bisschen Kies jetzt einfach. Jetzt werde ich abgetrieben. Ah, verdammt. Verdammte Abtreiberei. Ja, genau, wir sind noch gegen Abtreibung. Mit. Ach, da vorne ist Kies, okay, ich sehe ne. Nimm mal deine Effizienz ruhig, da kommt ja öfter dann Kies raus, oder? War ja, ich habe jetzt dreimal Feuerstein. Ah. Okay, alles klar. Hast du Eisen? Ich habe Eisen, ja. Schmeiß mal rüber in den Feuerstein. Wo ist denn meine Endertruhe? Habe ich die da etwa stehen lassen? Ja. Oh nein. Ich meine auch. Oh nein. Nein, meine ist in deiner. Sanne. Ach nö. Wir gehen nicht zurück. Nee, wir gehen nicht zurück. Dann ist es halt so. Dann ist der Netherplan erstmal vertagt, weil
Warte mal, da hinten war Lava. Wieso? Da hinten war, ja, weil ich den Obsidian da reingepackt hätte. Ich hab 12. Ach so, da hinten war Lava, okay. Ja, erstmal vertagt, wir gehen ja weiter, ja. Und dann finden wir vielleicht nochmal einen Lavasee. Beim nächsten Lavaloch, ja. Und dann geht's weiter. Oh Mann, oh. Aber ey, du musst es so sehen, die ist jetzt für immer auf der Pilzbiom-Insel. Nee, gar nicht mal. Hatte ich glaube, auf der vor dem Wassertempel, ja, hatte ich sie. Genau. Aber das ist nicht weit weg von der Pilzbiom. Nein, nicht weit weg. Gar nicht weit weg. Wir werden die wiederfinden. Du musst mal Betten bauen, weil ich habe keine Wolle mehr. Eine, sowas passiert einfach. Ich habe ja auch nicht dran gedacht. Ich habe Holz, ja. Leute, das ist alles live. Das ist. Das ist jetzt live. Wir nehmen ja auch live auf, da passieren solche Dinge. Ja, genau. Oh Mann, ich hab extra mitgenommen. Und meine ist in deiner drin, ist der Witz. Das heißt, ich komme in meine auch nicht rein. Das ist der größte Witz daran. Ja, und wenn wir nicht in Neta kommen, können wir auch keine neue machen, weil wir müssen ja erstmal Enderman killen und dann was? Wir dieses Zeug. Oh, hier, Überfall. Der hat mich beim Bettenmachen überfallen. Unglaublich. Das gibt's doch wohl nicht. Weißt du, einfache, friedliche Hausfrau macht mir gerade schön ihre Betten. Zack, kommt ein Zombie und beißt den Kopf ab. Komm her, leg dich erstmal hin, schlaf drüber, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Naja, ich weiß nicht. Moment, ich stelle jetzt eine Kerze hin. Gute Nacht. Kinders. Tja, egal. Betten bleiben stehen, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Wir haben keine Endertruhe mehr, weil wir beide, das meinte, das wurde bestimmt damit gemeint, dass wir beide, so, ne? Ja, ja, genau. Das ist sehr unterhaltsam, ist uns zuzuschauen. Ja. Ja. Wie zwei Bären, die versuchen, Fahrrad zu fahren. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Tanzbär. Ja, ne? Tanzbär. Und hast dein Leben lang nichts anderes gemacht. Ja. Und dann kommt da plötzlich irgendeine Gurkentruppe vorbei und befreit dich und setzt dich mitten in der Wildnis im Wald aus. Ja. Was würdest du tun? Für meinen Lebenserhalt tanzen weiter natürlich. Wahrscheinlich. Weil ich ja nichts anderes kann. Das sind Insider, Leute. Das ist ja. Insider. Ups. Oh, ich bin an einem Baumeck gesprungen. Was? Nee, das ist leider nur Wasser. Also das andere, die andere Lava. Die andere Lava, die nasse Lava. Oh, also Wasser nennt man noch die nasse Lava. Weil wir brauchen halt noch ein bisschen Obsidian, dass wir aus dem Hitter wieder rauskommen. Ja, das ist albern. Und wir handeln ja nie mit Zitronen. Oh, hier sind Hundis. Was? Also Wölfe. Oh ja, cool. Ich habe noch Knochen. Ich hatte ja einen Hund gezähmt, aber irgendwie ist der zurückgeblieben. Ja. Also, Das soll vorkommen. Oh, guck mal, hier liegt das Wasser, wie das hier runter. Oh, ein Weißer, ich will den Weißen. Ja, den wollte ich auch gerade zähmen, oder? Komm her, du. Kannst du noch versuchen? Die hat bei mir jetzt nicht geklappt, oder? Doch. Hundi, hau doch nicht ab. Hat geklappt. Ja, manchmal ist komisch. Hier, nimm den Knochen, du Hund. Wie geht's dir denn? Steh mal auf. So, okay, Weißer, oh, der sieht auch cool aus. Der hat hier so einen schwarzen Rücken. Oh ja, der ist auch gleich gezähmt worden. Schön. Schön. Okay, aber folge mir unaufhörlich hier aus dem Wasser raus. Weil wir gerade sehr traurig waren wegen unserer Endertruhen, haben wir uns jetzt Hunde gekauft. Und das wollte ich gerade sagen. Man kennt das ja von Kindern. Wenn die traurig sind, schenkt man denen halt einen ja, Hund. Ja, genau. Und es klappt. Ich bin gleich wieder viel glücklicher. Wo bist du denn gerade? Ah, hinter mir noch. Ja. Okay. Ich warte kurz. Ich wollte nur, dass der Hund hinterher kommt. Aber die haben ja wahrscheinlich auch etwas Orientierungsprobleme. Ja, aber wir sind hier in so einem... komm da hinterher? Meiner irgendwie glaub, nicht. Da, nee, aber da hinten ist Lava. Vielleicht beamen die sich ja wieder her. Ja, vielleicht. Wenn ich aber überall in der Welt gezähmte Hunde, wie andere Leute überall in der Welt Kinder verteilt haben... Ja. Soll es ja auch geben. Soll es auch geben. Ja, der Neta würde natürlich wieder ganz neue Herausforderungen für uns bieten. Lavaseen zum Beispiel, unüberwindbare. Und... Deswegen müssen wir viele Erde mitnehmen dann. Ja, hier ist leider keine stehende Lava, da kann alles am Fließen. Ich guck gerade mal oben auf die Minimap, da wird mir auch nichts angezeigt, dass hier irgendwo. Ja, doch, da vorne ist noch. Ah nee, das ist nur der Mittelpfeil. Ja. Egal, wir finden schon noch welche. Sei nicht traurig, kleiner Zordon. Wir finden schon noch Lava. Ich doch nicht, ich bin noch ein sonniges Spiel. Zack, zack und zerab. Ja, oh, hier wieder so coole Berge. Schön. Teilweise auch wie mit dem Lineal geschnitten. Ich bin ja mal aber gespannt. Trotzdem, der schönste Berg bisher war immer noch gleich der am Anfang, erste, da mit dem Herzen. Der erste, ne, der war richtig genial, ja. Die Herzberge.
Herzberg. Ja. Ja, kennen wir. Das kennen wir, es liegt bei uns in der Nähe. So, okay. Ich nehme so ein bisschen Frustkohle mit. Oh, Frustkohle. Die Hunde sind auch nicht mitgekommen übrigens. ein trauriger Tag, meine lieben Tapfer und Freunde. Wir sind schon so Spezialisten. Ja. Ja. Uns ist nichts vergönnt. Der neigt sich jetzt übrigens auch schon wieder dem Ende. Oh ja, Tatsache. Ja. Naja. Dann werden wir mal versuchen, in der nächsten Folge dann einen Lavasee ausfindig zu machen, um dann tatsächlich in den Nähtauch zu gehen. Das muss Theron wieder ausfindig machen. Ja, ich bin einfach weitergerannt, gerade Richtung Hundsgrab. Ach so. Na, irgendwo finde ich dich schon wieder. Ja, okay. Ich warte hier einfach. Ich sehe dich. Okay. Ja. Also ich sehe dein Haupt auf meiner Karte. Ja, ich sehe dich da angerannt. Komm da oben, kommt da angerannt. Der olle Kopf auf dem Bild, das ist Zordern. Und da ist ein riesen Berg als nächstes. Ja, dann würde ich doch sagen, von dieser Stelle. Ne, hast du ja gesagt, ist schon wieder rum. Genau, es ist rum. Es ist rum. Gleich geht's weiter. Gleich geht's weiter bei Zordern. Genau. Also bis morgen bei mir und bis gleich bei Zordern. Tschüss. Tschüss.